Löwe! Hoch soll der Löwe! Hoch soll der Löwe! Dreimal hoch! Hoch soll der Löwe! Hoch soll der Löwe! Dreimal hoch! Ah, der hat immer getascht. Das ist kein Fruch. Er trinkt wie ein echter Ochs. Aber Mul, da kann er noch hinkommen. Mul! Mul! Ah, so freut uns das. Von Rennfahrern, da gibt es viel zu hören. Ob Profis oder Amateure. Fahren tun sie alle schnell. Und ganz speziell vor unserem Ort betreiben sie gern mal ihren Rennsport. Wie auf der Rennstrecke blosen sie da rum. Vom dicken Bergerkehr bis zum Sandbieler S. Und wer das geschafft hat, ganz wacker. Auf denen warte Schleifacker. Unerschätzt wird die Kurve nur allzu gern. So trat auch dies Jahr eine Rennfahrerin die Rennstrecke an. Leider nur am bekannten Unglücksdag. Am Freitag, der 13. fuhr sie volle Kanone, um sich ihren Titel zu holen. Als sie dann eben in den Schleifacker fliegt und denne dann nämlich kriecht, hat's dann zweimal gerumpelt und gekracht, dann blieb sie liche auf ihrem Autodach. Zu allem Elend kam's dazu, die Straße wird gesperrt im Nu. Geschlagene 15 Minuten musste man warten, bis man unser schönes Adel hat keine wieder befahren. Die Amateurrennfahrer von der Schleifacker Rennstrecke sollen leben! Soll leben! Soll leben! Hoch soll's leben! Hoch soll's leben! Dreimal! Hoch soll's leben! Hoch soll's leben! Dreimal! Zuerst mal einen Kuss und dann trinkst du noch weiter. Auf geht's, der Dost. Nicht schlafen. Und jetzt zeig ich mal her, was du kannst. Kann sich so hören lassen. Ja, liebe Leute, unser Park hat auch schon bessere Tage gesehen. Doch das müssen wir wahrscheinlich nicht näher erwähnen. Man war schon mutig, wenn man durch den Park spaziert ist. Denn bei jedem Bachübergang muss man sein Leben garantieren. Die Brücke waren allmasch und kaputt. Doch das hätten sich unser Gemeindearbeiter nie mehr länger so angeguckt. Die Brücke wurden all miteinander neu saniert, dass da jo nichts mehr passiert. Jetzt hätten sie Bretter drauf genachelt wie dick, dass sie mit ihrem Bulldog wieder drüber heizen können, wie verrückt. Nicht nur die Brücke sind jetzt wieder neu, sondern der König von Bruchweiler ist eh wieder mit der Idee ganz vorne dabei. Ein Kaffee im Park soll eröffnet werden, aber kein ganz normales. Das ist schon die Härte. Ein Eisenbahnwaggon will er uns in den Park einstellen und dort kannst du dann gemütlich deinen Kaffee bestellen. Das ist ja wirklich schön und für die Fahrradfahrer und die Parkbesucher
Eine gute Idee. Jetzt müssen wir bloß hoffen, weil das wäre ziemlich doof, dass wir im Park nicht Ball haben, ein Bahnhof. Der Kaffee-Eisenbahn-Waggon soll leben! Soll leben! Soll leben! So langsam kommen wir Richtung End, aber unser Bless, der guckt noch lang mit uns End. Als erstes kriegt er jetzt noch mal einen Schluck Wein und danach gibt er uns noch mal ein kräftiges Mut. Ja! Jetzt alles, gell? Ruhig. Unser Kerbeplatz ist wirklich eine wahre Pracht. Und da können wir wirklich froh sein, dass der sich so macht. Vom Krebsstand übers Ende angle bis zu der Reitschule. Der unser neue Boxbar hat deine Band da hinten ganz schön eingeschult. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, der weiß es jetzt.